Ja, wir sind in der finalen Phase der Praxistage angekommen. Am Nachmittag, Dienstag, draußen schönes Wetter, online virtuell schöne Inhalte und ich begrüße Sandra Schön, die schon seit Jahren im österreichischen Kontext zum Thema OER forscht. Sie ist unter anderem an der TU Graz im Research-Team der Lehr- und Lerntechnologien und im FNMA Forum Neue Medien in der Lehre Österreich sehr engagiert. Und OER ist ja ein Thema, das uns schon seit Jahren begleitet und jetzt besonders, wenn es darum geht, Bildungsressourcen so frei verfügbar zu machen, damit das für alle sehr einfach im Handling ist, natürlich ein sehr großes Thema. Und ja, wir freuen uns alle bei dieser Keynote auf deine Ausführungen. Ich bitte darum. Ganz herzlichen Dank. Ja, was habe ich mir heute vorgenommen? Ich komme heute mit dem Vortrag zum Thema offene Bildungsressourcen. Wie gesagt, österreichische Projektinitiativen aus dem Kontext der Schule und Lehrerinnenbildung. Und als Agenda habe ich mir heute vorgenommen, dass ich kurz darauf referiere, warum nochmal. Es gibt immer noch einige Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht von OER sicher schon gehört haben. Ich glaube, man kommt gar nicht mehr drum herum. Aber einfach nochmal kurz darstellen, was der Hintergrund ist oder ein Argument dafür zumindest zu nennen. Dann darüber nachzudenken und aufzuzeigen, was es schon alles gibt. Und ich kann das sicherlich nicht vollumfänglich und ich muss mich auch hier schon entschuldigen. Ich werde viele Projekte, die meisten gar nicht benennen können. Also das ist auch im Rahmen von so einem Vortrag gar nicht möglich. Aber ich kann Ihnen dann sagen, wo Sie vielleicht hoffentlich alles finden. Ich würde dann gerne darüber sprechen, was an Hochschulen gerade passiert, also auch eher auf einer Metaebene argumentieren oder auch aufzeigen, welche Projekte da gerade laufen. Würde gerne dann thematisieren ganz kurz, was eigentlich fehlt. Und für alle, die sich angesprochen fühlen und sagen, OER interessiert mich jetzt tatsächlich auch nicht nur als Nutzerin, als Nutzer oder als Produzentin, als Produzent, sondern ich möchte mich auch strategisch vielleicht hier mehr in Prozesse einbringen und den Austausch auch zu anderen suchen, die OER-Initiativen und Projekte haben, möchte ich Ihnen noch ein Angebot machen oder Hinweise geben, wo Sie das finden könnten. Und zunächst einmal ganz herzlichen Dank an die vielen, die in den letzten, sage ich mal, fast 20 Jahren inzwischen OER machen. Bei meinem ersten Vortrag zum Thema OER, der war auf der EduVideo-Konferenz 2007 in Salzburg. Das war die erste offizielle quasi europaweite Konferenz international zum Thema der offenen Bildungsressourcen. Hat sich einiges getan. Es ist nicht mehr zu überblicken, wer alles aktiv ist. Es gibt unendlich viele Projekte und ich freue mich insbesondere auch, möchte mich auch da jetzt schon bedanken bei denjenigen, die hier den Vortrag auch aktiv mit unterstützt haben, indem sie mir im Vorfeld ihre Videoaufnahmen und Stellungnahmen geschickt haben. OER, warum machen wir das eigentlich nochmal? Es gibt sicherlich die Perspektive, dass Lehrende, Lehrerinnen oder auch Lehrer an Hochschulen zunächst einmal sich um ihre Schülerinnen, ihre Studierende konzentrieren, wenn sie methodisch-didaktische Überlegungen machen. Aber ein wesentlicher Anteil des Geschäfts von Lehrenden ist tatsächlich ja auch Bildungsressourcen entsprechend der Bedürfnisse, didaktisch-methodische Herausforderungen, der Interessen der Schülerinnen anzupassen, auszuwählen, zu aktualisieren vielleicht, auch zu differenzieren, verschiedene Varianten anzufertigen, auch vieles neu zu gestalten, auch vielleicht zu teilen, also anderen zu veröffentlichen, zur weiteren Nutzung zu geben. Und was wir da so machen und durch viele Jahre einfach so gemacht haben mit den Möglichkeiten, die es halt so gab, also ich sage jetzt der das Kopiergerät vielleicht in der Maschine, später der Matrizendrucker, hat sich durch die Digitalisierung doch schon dramatisch geändert. Zum einen gibt es viel mehr Möglichkeiten und Ressourcen, zum anderen auch fast genauso viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und eine wesentliche Komponente ist hier unser sehr starkes Urheberrecht. Also die Rechte von Urheberinnen und Urhebern werden in Mitteleuropa sehr stark geschützt, was ja auch total vernünftig und richtig ist, dass die Urheber starke Rechte an ihren Sachen haben. Auf der anderen Seite ist es schon eine große Herausforderung für diejenigen, die gerne ihre Materialien, ihre Werke anderen zur Verfügung stellen möchten, weil die sich dadurch schon recht stark eingeschränkt werden. Also es ist nicht ganz ohne Vorwissen möglich, anderen Materialien zu geben, die diese wiederum verändern, modifizieren, für ihre eigenen Bedürfnisse verwenden dürfen.
Sprich, wenn Sie jemanden sind oder wenn Sie jemanden kennen, der ein Projekt, ein Werk, eine Ressource zur Verfügung stellen will, reicht es leider nicht, das auf der Homepage zur Verfügung zu stellen und dazu zu schreiben, das dürfen Sie nutzen oder das dürfen Sie im schulischen Kontext nutzen und Sie dürfen es auch anpassen oder so. Diese Formulierung ist quasi nicht genug, die ist nicht ausreichend stark. Das ist quasi das Urheberrecht, das Recht der Urheberinnen quasi so einschränkt. Dazu ist im Regelfall der Vertrag als als Form quasi notwendig. Das geht relativ einfach, ohne große Formulare. Wenn man beispielsweise einen direkten Kontakt zur Urheberin, zur Urheber hat, eine E-Mail schreibt und sagt, du hast ein tolles Arbeitsblatt veröffentlicht, dürfte ich das geringfügig modifizieren und dann auch selber verwenden. Das mag bei einem tollen Arbeitsblatt vielleicht noch funktionieren, vor allem wenn man weiß, wer es ist, aber tatsächlich ist es im Alltag halt auch oft dann nicht ganz so einfach für einzelne Bilder, für einzelne Abbildungen, sich auf die Art und Weise die Nutzungsrechte einzuholen, zumal man ja auch vielleicht gar nicht weiß, was die Nutzungsrechte dann wirklich umfasst. Hier haben seit ungefähr 15 Jahren mit immer mehr Aufmerksamkeit die Initiative Creative Commons dafür gesorgt, dass es entsprechende Vertragstexte gibt, auf die man verweisen kann, wenn man eigene Ressourcen anderen zur Verfügung stellen möchte. Und zwar so zur Verfügung stellen möchte, dass die auch die Erlaubnis haben, die Beiträge zu modifizieren, auch wieder zu veröffentlichen und vielleicht auch nicht mal den Namen nennen müssen, weil es Materialien sind, die für eine Initiative, ein Projekt so wichtig sind, dass sie einfach weite Verbreitung sorgen. Diese Creative Commons Lizenzen sind quasi im eigentlichen Sinne nicht nur Icons, sondern tatsächlich Vertragstexte, auf die indirekt oder direkt verwiesen wird, wenn man diese sogenannten offenen Lizenzen nutzt. Es gibt von Creative Commons 8 verschiedene Varianten, die Urheberinnen nutzen können, um ihre Materialien mit anderen zu teilen. Die hier 3 vorgestellten sind, die typischerweise als offen gelten, weil sich viele Dinge eben erlauben, die wir in der Schulpraxis, in der Praxis der Erwachsenenbildung oder auch in der Nachhilfe brauchen. Und die umfasst beispielsweise auch im Regelfall die kommerzielle Nutzung, weil hier sehr viele auch Honorartätigkeitsbasis aktiv sind. Und wenn diese Lizenzen quasi zum Einsatz kommen, dann entsteht das, was wir als offene Bildungsressourcen, als Open Educational Resources entstehen. Und dieser kleine Einblick oder auch Diskurs, was sind eigentlich so rechtliche Aspekte, warum machen wir das eigentlich alles, ist, glaube ich, auch die eigentliche Herausforderung von OER. Wir möchten ja tatsächlich Dinge gerne nutzen. Es soll unkompliziert sein. Auch als Urheberinnen, als Urheber würden wir uns wünschen, wenn es unkompliziert ist. Die Gegebenheiten sind allerdings auch absehbar unverändert so, dass es hier ein gewisses Bedürfnis gibt, Kompetenzen aufzubauen, sich einzulesen, auch Weiterbildungen zu besuchen, damit man überhaupt erstmal starten kann. Das ist ein Aspekt und sicherlich ist der rechtliche Aspekt nicht der attraktivste, sage ich mal, für offene Bildungsressourcen, aber tatsächlich für uns in Mitteleuropa einer der wesentlichen Aspekte, weil ich halt die herkömmlichen Bildungsressourcen nicht so verwenden kann, wie ich es im pädagogischen Kontext gerne möchte. Es gibt natürlich weitere wichtige Argumente für OER. Das wären beispielsweise auch die Möglichkeit, inklusive Materialien zu schaffen, weil ohne proprietären Schutz von digitalen Ressourcen, wie sie üblicherweise vorhanden sind, mehr Möglichkeiten der Adaption da sind, wenn einfach die Sachen vielleicht sogar als Quelltext zur Verfügung stehen oder halt in Text, in Formaten zur Verfügung stehen, die dann gut auch eingelesen werden können. Und nicht zuletzt hat natürlich OER hat auch immer die Möglichkeit, mehr Impact zu erreichen, also mehr Personen damit beglücken zu können, dass sie die Materialien kennenlernen in ihrer Schule oder auch nutzen können, wenn es sich dabei um Lehrerinnen handelt. Also gerade für Projekte und Initiativen ist natürlich offene Lizenzen auch eine gute Möglichkeit, die eigenen Anliegen zu verbreiten. Ja, und was haben wir denn schon? Da habe ich ja auch schon zu Beginn gesagt, wir haben schon unglaublich viel. Und einen guten Blick auf das Ganze gibt uns die OER World Map. Das ist eine Initiative aus Deutschland, gefördert von der Hewlett-Packard Foundation, also einer der großen Förderer in den USA, was OER angeht. Auf der World Map kann sich jeder eintragen, der ein OER-Projekt macht, eine OER-Initiative. Also es werden nicht einzelne OER gesammelt, sondern Vorhaben rund um OER, auch Policies, Strategien von Hochschulen können hier veröffentlicht werden. Und was man hier, glaube ich, sehr schön sieht, desto grüner, desto besser in diesem Fall, desto mehr Einträge gibt es nämlich im Bereich der offenen Bildungsressourcen, steht Österreich hier sehr gut da, vor allem im Vergleich zum deutschsprachigen
Bereich drumherum. Hier sollte man wissen, hier werden absolute Zahlen dargestellt. Also wenn wir hier noch mit Einwohnerzahlen quasi argumentieren würden, wäre es wahrscheinlich nicht richtig tiefgrün in dem Fall. Also wir können uns da alle schon ein bisschen auch auf die Schultern klopfen. Und wenn Sie gerne sich mal vergewissern möchten, ob Ihr Projekt da auch genannt ist, bitte machen Sie das gerne, wenn was fehlt. Man kann sich selber eintragen. Und ich bin aber momentan zumindest relativ zuversichtlich, dass wir fast alles gefunden haben, weil wir letztes Jahr eine Bachelorarbeit hatten an der TU Graz von Michael Streibel. Der hat sich die Mühe gemacht, auch viele anzuschreiben, zu kontaktieren, um Ergänzungen zu bitten, hat Projekte recherchiert und hat quasi diese nachgetragen. Also wir sind momentan recht optimistisch, dass sehr vieles von dem, was im Schulbereich in Bezug auf OER in Österreich passiert, auch hier abgebildet wird und auch dafür sorgt, dass es hier so schön grün eingefärbt ist. Und auch in den letzten anderthalb Tagen gab es bei Ihnen schon einiges zu tun. Und auch der Ausblick auf den Blog heute im Anschluss an diesen Vortrag zeigt ja, dass da ganz schön viel OER drinsteckt. Wir haben Robert Schrenk, der quasi OER schon im Titel trägt. Und das Verrückte ist ja, es ist ja noch viel mehr OER versteckt im Regelfall, weil es für uns in Teilen schon recht normal ist, auch OER zu machen, dass wir nicht nur, also digitale Ressourcen werden oft gleichgestellt mit offen lizenzierten Materialien, beziehungsweise ist es für die Kolleginnen und Kollegen schon so normal, OER zu machen. Ich sehe ja auch Barbara Buchecker beispielsweise im Programm Safer Internet, die auch schon sehr lange Creative Commons Lizenzen verwenden, damit ihre Materialien auch unkompliziert genutzt werden können. Und stellvertretend für viele dieser Initiativen, vielleicht hier einfach wirklich exemplarisch, wie die virtuelle PH ihr Angebot darstellt. Auch hier sieht man, dass sie beispielsweise auf das E-Learning 1x1, eines der älteren OER-Initiativen, verweist und sagt, ihre eigenen E-Lectures erstellen sie auch als Takeaway und auch entsprechend frei zugänglich zur Verfügung. Wenn man einen Überblick haben möchte, was alles für den Schulsektor da ist, da ist natürlich mit der Edothek das Verzeichnis quasi erste Wahl, weil da vieles oder wenn nicht alles quasi auch auf Ebene einzelner OER zu finden ist, nicht nur einzelne OER, sondern erstmal grundsätzlich allgemein Bildungsressourcen, die online zur Verfügung stehen. Besser als ich kann es aber die Barbara Zuliani sagen und ich freue mich sehr, dass sie hier in einem Statement ein Teil meines Vortrags ist. Edothek ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und bietet eine umfassende Sammlung von frei zugänglichen Online-Materialien an. Diese stehen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zur Verfügung. Ein Teil davon ist auch als OER-Materialien gekennzeichnet und davon hätten wir gerne mehr in der Edothek, für alle Lehrerinnen und Lehrer, für alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Herzlichen Dank. Also auch hier gleich mit dem kleinen Appell versehen von der Barbara, ganz lieben Dank dafür. Und eine der OERs oder der OER-Sammlung, die Sie auch in der Edothek finden können, die ist Ihnen sicherlich vertraut. Das ist nämlich die ITAPA-Sammlung und auch hier habe ich mit Andreas Riepe praktisch sogar auch als Live-Möglichkeit heute gegeben, auch einen vorbereiteten Beitrag erstellt, die ITAPAs vor. Ja, OERs manifestieren sich im österreichischen Schulsystem unter anderem als ITAPAs, so kleine Lerneinheiten, die von Lehrkräften entwickelt werden für Lehrkräfte. Und sozusagen in Österreich im schulischen Kontext wirklich im Einsatz sind. Ja. Das sind kompetenzbasierte Unterrichtseinheiten. Das ist ein Projekt, das über E-Education abgewickelt wird und hier einfach ein Beispiel für den Einsatz von didaktischen Lernszenarien, die eben auf dem Educational Resource Konzept und der Creative Commons Lizenz basieren, integriert ist. Und in der Kooperation mit Sandra Schön versuchen wir auch hier nächste Schritte zu gehen, um OER eben österreichweit für alle Bildungsebenen sehr gut verfügbar zu halten und zu machen, weil ja das sozusagen auch ein guter Ansatz ist, an den eigenen digitalen Kompetenzen zu arbeiten, aber auch Orientierung für andere zu schaffen.
Ja, und was natürlich auch ganz spannend ist, viele von Ihnen kennen das E-Education-Modell wahrscheinlich besser als ich. Aber wer FBM vielleicht noch gar nicht so aufgefallen ist, das ist natürlich strategisch unglaublich spannend, was hier passiert ist. Ich habe jetzt hier mal, es gibt ja die Education Matches für Schulen, mal herausgegriffen, welche Kriterien hier dazu führen, dass sich Schulen hier entsprechend qualifizieren können. Und das sieht man quasi auf den ersten Blick, auch da hat sich OER schon abgebildet. Man sieht, hier gibt es die Möglichkeit, OER oder die ITAPAS und anderes zu entwickeln oder auch einzusetzen. Und das wird als Qualifikationskriterium gesehen für dieses Modell. Also OER hat sich quasi auch hier schon auch strategisch verortet oder praktisch klar positioniert. Ein Bereich, der für Schulen natürlich naheliegenderweise eigentlich zunächst immer angedacht wird, sind die Schulbücher. Die Materialien, die wir bisher quasi thematisiert haben, sind ja oft einzelne Arbeitsblätter, Übungen, interaktive Sachen, sind auch schulische Konzepte oder Beschreibungen von des Schulunterrichts. Die Schulbücher sind aber wahrscheinlich das, was wir herkömmlich immer zunächst daran gedacht haben, wenn wir über Bildungsressourcen sprechen im schulischen Bereich. Da ist auch eine spannende Entwicklung gewesen. Wir haben 2017, gab es einen Auftrag des Bundesministeriums, eine Machbarkeitsstudie zum Thema der OER-Schulbücher zu machen. Also welche Möglichkeiten gibt es, gäbe es, dass man sich verstärkt mit dem Thema der OER-Schulbücher in Österreich beschäftigt. Das ist bemerkenswert, weil es eben diesen Auftrag und auch dieses große Interesse hier gab. Und schon ein Jahr später, 2018, haben Alois Bachinger und Martin Teufel quasi das erste OER-Schulbuch in Österreich auch herausgegeben. Dabei handelt es sich typischerweise, weil viele OER-Initiativen sich im Bereich der digitalen Kompetenzen, des E-Learnings und ähnlichen Bereichen beschäftigen, aber nicht beschäftigen oder reduzieren müssen, aber eben sehr häufig tun, um Computational Thinking mit Hilfe des BBC Microbits. Die Materialien dieses Schulbuchs sind natürlich nicht nur als Buch, quasi als Service gedruckt zur Verfügung zu stehen, sondern sind auch online nachlesbar. Es gibt vielerlei Abbildungen dazu. Weil das ja quasi auch OER ist, gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die darauf aufgebaut haben, anderes gemacht haben, und für alle sind auch die Nutzungsbedingungen eigentlich ganz klar. Also man muss jetzt in diesem Fall nicht bei den Kollegen nachfragen, sondern kann auch viele Dinge machen, und ich möchte an diesem Beispiel auch einfach exemplarisch aufzeigen, was möglich ist, wenn man OER geschaffen hat. Hier nur ganz klein zu sehen auf der Plattform Emox, wird im Mai ein Kurs starten von meiner Kollegin Maria Grandl, die quasi rund um das Schulbuch herum an Lehrerinnen gerichtet, das Schulbuch und die Inhalte, also Unterrichtskonzeptionen, Beispiele mit dem Microbit vorstellen möchte. Und solche Arten von Kooperationen, sich gegenseitig quasi hier auch einfach weiterzuarbeiten an Materialien, die eine oder ein kleinerer Kreis zur Verfügung gestellt hat, ist, glaube ich, ganz typisch und zeigt auch, dass OER ganz gut funktioniert. Soweit, also wirklich nur ganz, ganz kurz, und ich hoffe, niemand ist enttäuscht, dass nicht eines der vielen anderen großartigen Projekte aufgetaucht ist aus dem Schulsektor. Möchte ich gerne übergehen zum Thema, was passiert eigentlich gerade so an den Hochschulen? Also die pädagogischen Hochschulen, auch die Universitäten sind ja für die Lehrerinnenbildung zuständig. Und welche Rolle hat da OER eigentlich? Und ich glaube, da kann man das ganz ähnlich formulieren. Auch wiederum mit Verweis, was einzelne Projekte angeht, auf die OER Worldmap. OER ist hier ein wichtiges Thema für die pädagogischen Hochschulen, und es gibt auch hier zahlreiche OER-Initiativen, die schwer zu überblicken sind. Und ich habe hier auch exemplarisch Kolleginnen gebeten, doch mal zu erzählen, was sie so machen. Und ich möchte hier zunächst Sonja Gabriel von der KPH Hochschule Wien-Krems um das Statement bitten. Ich möchte im Vorfeld sagen, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich hoffe, es kommt dann bei Ihnen doch verständlich an. OER ist für uns ein wichtiges Thema. Wir integrieren OER-Ressourcen in Fort-, Aus- und Weiterbildung. Außerdem ist OER ein Teil unserer Digitalisierungsstrategie. Ja, es hat ein bisschen geheilt, aber ich hoffe, Sie konnten es sehr gut verstehen. Also OER ist vielseitig wird es eingesetzt und integriert an der KPH Wien-Krems. Und auch Gerhard Brandhofer kann Ähnliches berichten von der PH Niederösterreich. Offene Bildungsressourcen sind ein wichtiges Thema meiner täglichen beruflichen Arbeit. Als pädagogische Hochschule Niederösterreich
produzieren wir OER im Rahmen des Projektes Pallas, politische Bildung in der Volksschule, in der Medienfundgruppe oder als Teil des Projektes Education Innovation Studio. Und ich vermute, dass auch an den pädagogischen Hochschulen, an denen Sie ja zum Teil auch involviert sind oder vielleicht auch arbeiten, viele andere, kleinere, größere OER-Initiativen und Projekte laufen, wo man sich versucht, schlau zu machen zum Thema, wo Weiterbildungen stattfinden, wo man mit Studierenden oder auch mit bestimmten unterschiedlichen Fokus OER generiert. Im Bereich der Hochschulen in Österreich ist eine Initiative, ein Projekt, das, glaube ich, recht maßgeblich und gibt auch eine gute Möglichkeit, oder baut auch quasi den Rahmen, die Infrastruktur rund um OER maßgeblich gerade mit auf. Dabei handelt es sich um die Initiative Open Education Austria Advance. Das ist ein inzwischen Folgeprojekt, wiederum kofinanziert vom Bundesministerium von und für Universitäten und in diesem Fall auch in der Runde mit zwei kleineren Partnern, die versuchen, hier die OER-Infrastruktur in Österreich an den Hochschulen deutlich auszubauen und zu verbessern. Dazu gehören einige unterschiedliche Aktivitäten und einige der Ergebnisse und Vorhaben möchte ich Ihnen im Vorfeld auch vorstellen, damit Sie auch ein bisschen den Rahmen kennenlernen, was den Sie vielleicht noch nicht gehört haben im Alltag. Ich bin nicht ganz so sicher, was da wirklich ankommt. Ein Ergebnis, was dann nämlich tatsächlich für Sie von großer Relevanz sein könnte, ich habe ja schon auch so begonnen, OER ist leider weiterhin kompliziert. Also OER wäre gerne unkompliziert, easy peasy, leicht zu vermitteln, ist es aber leider nicht. Deshalb bedarf es auch Weiterbildungsanstrengungen und auch eine gewisse Mühe, sich damit auseinanderzusetzen. Und hier gibt es seit März ist ein MOOC, ein neuer MOOC zum Thema OER für den Hochschulbereich gestartet. Der ist komplett neu gemacht worden von Michael Kopp und Christina Neubeck im Rahmen des Projekts von der Uni Graz. Dort quasi finden Sie neue Videos, weil es gab schon seit vielen Jahren auf einem MOOC einen OER-Kurs, neue Materialien, also alles blitzblank neu gemacht für Sie, für Hochschullehrende, auch für Lehrerinnen geeignet, die sich mit dem Thema OER auseinandersetzen möchten. Ein weiteres Teilvorhaben aus dem Projekt Open Education Austria ist die Entwicklung eines OER-Hubs, also eines zentralen Verzeichnisses, wo OER, die aus dem Hochschulbereich kommen, also nicht nur von Universitäten, sondern auch von anderen Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen, zentral durchsucht werden können. Also die werden dort nicht archiviert, aber die Metadaten dort sollen zukünftig dort zentral durchsuchbar sein, sodass es gelingt, qualitativ hochwertige Ressourcen an einem zentralen Ort zu recherchieren. Die Universität Wien ist hier noch am Weiterentwickeln. Wir hoffen, dass wir dann im Sommer eine Variante haben, die wir dann auch wirklich der breiten Öffentlichkeit darstellen können mit den ersten OER-Repositorien, die daran angebunden sind, die auch im Projekt quasi entwickelt werden. Ein Aspekt, für den ich in meiner Rolle als Mitarbeiterin des Forum Neue Medien Austria in der Lehre zuständig bin, ist die Entwicklung eines quasi Begleitprogramms. Also eigentlich geht es natürlich darum, dass wir die Infrastrukturen zur OER-Entwicklung gut entwickeln, dass man gute Möglichkeiten hat, OER zu veröffentlichen, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und um das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen, wurde schon 2017 in einem White Paper vorgeschlagen, man könnte hier Anreize setzen und auch die wichtigen Kriterien quasi prominent nennen, indem man eine OER-Zertifizierung für Hochschulen entwickelt und implementiert. Und mit den unterschiedlichen Kolleginnen im Projekt und auch anderen Stakeholdern sind wir bemüht, eine entsprechende Implementierung umzusetzen. Die Kriterien für die, dass sich eine Hochschule aktiv und quasi auch mit den richtigen Aktivitäten OER aktiv zeigt, sind maßgeblich zurückzuführen auf das White Paper von 2017, dass es eine OER-Strategie gibt und Weiterbildung angeboten wird, dass es als Infrastruktur ein professionelles Repositorium gibt, wo OER hochgeladen werden kann und dass es entsprechend auch Kompetenzen im Personal der Hochschule gibt. Und zwar, dass es Personen gibt, die mit einem Personen-OER-Zertifikat quasi nachweisen konnten, dass sie OER können.
diese Zertifizierung, da alleine könnte ich natürlich schon sehr lange sprechen, möchte ich hier aber quasi hier abschließen, möchte aber natürlich darauf hinweisen, dass auch pädagogische Hochschulen, ich sage mal auch, weil sie von ihren Abhängigkeitsverhältnissen und auch von der Natur als Hochschule hier deutlich anders positioniert sind wie die Universitäten oder auch zum Teil die Fachhochschulen, dass auch hier maßgeblich mitgewirkt und mitgedacht wird, wie diese OER-Zertifizierung für Sie eine wichtige Perspektive einnimmt. Und ich freue mich hier sehr, dass Susanne Eichinger dazu für die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Stellung nimmt. An der Haupt beschäftigen wir uns auch schon einige Jahre mit dem Thema OER. Für uns ist besonders interessant, wie wir Materialien für unsere Schulen im Agrar- und Umweltbereich und für die Beratung im Agrar- und Umweltbereich zur Verfügung stellen können. Wir denken gerade intensiv darüber nach, unsere Hochschule als OER-Hochschule zu zertifizieren und auch ein eigenes Repositorium für Agrar- und Umweltthemen zu schaffen. Und auch Michaela Liebhardt-Rundacker von der KPH Wien-Krems ist in einer ähnlichen Rolle. Auch hier haben wir von ihrer Kollegin Sonja Gabriel schon gehört, dass es relativ viele OER-Initiativen, Projekte, Vorhaben gibt. Und auch hier gibt es eine Bereitschaft, sich auch dieser Zertifizierung zu unterstützen. Die OER-Zertifizierung ist Teil unserer hochschulinternen Qualifizierungsmaßnahme DigiSkills BH. Ja, das freut mich natürlich sehr, dass es diese ersten pädagogischen Hochschulen gibt, die hier schon ein erstes Commitment quasi auch gemacht haben, hier sich strategisch stärker zu positionieren und auch aufzuzeigen, dass und was man quasi alles so machen kann. Und damit bin ich jetzt quasi am Ende des Teiles, der sich damit beschäftigt, was an Hochschulen gerade so passiert, wo vielleicht auch Entwicklungen oder die Grundlageninfrastrukturen sich in den nächsten Jahren nochmal deutlich ändern und hoffentlich auch verbessern können. Und da sind wir aber auch an dem Punkt angelangt, wenn wir mit unseren Stakeholdern oder auch im Netzwerk hier diskutieren, dass es schon einige Dinge gibt, die uns fehlt und oder wo wir uns wünschen würden, wenn wir weitere Unterstützung bekommen könnten. Und auf dieser Wunschliste finden sich zum Beispiel immer wieder auch, wir haben in der Arbeitsgruppe OER der FNMA schon thematisiert und auch in einem Workshop quasi versucht, hier Möglichkeiten zu finden, mehr motivierende Anlässe zu haben, dass man auch wirklich überall gute Infrastrukturen für OER hat. Also motivierende Anlässe im Sinne von, warum muss ich OER machen, darf ich OER machen, kann ich OER machen, das ist schon auch ein bisschen kompliziert und es ist nicht ganz einfach, sich dieses Wissen und die Kompetenzen dazu anzueignen, was aber nicht dem Thema geschuldet ist, sondern dem Drumherum und auch dem, warum wir eigentlich OER brauchen. Was dann hilfreich wäre, gerade im Kontext der pädagogischen Hochschulen, wenn es einen klaren Auftrag gäbe, OER zu entwickeln. Momentan ist die Situation, glaube ich, eher so zu beschreiben, dass viele pädagogische Hochschulen für sich den Auftrag sehen, dass es für sie ein wichtiges Thema ist, sich dem Thema anzunehmen, es auch strategisch einzubetten in ihre Überlegungen, Weiterbildungen anzubieten dazu. Und wenn es hier quasi ein klares Statement und Commitment gäbe oder auch den Auftrag gäbe, das zu tun, wäre vieles für die einzelnen Personen an der Hochschule oder auch die Hochschulen selbst einfacher. Und dann haben wir tatsächlich ein ganz praktisches Problem. Im Gegensatz zur Situation vor 5 oder 6 Jahren gibt es zwar schöne Möglichkeiten, auf OER aufmerksam zu machen. Wir haben eingangs ja die Edothek genannt und gesehen als Möglichkeit, wo man Dinge quasi dann auch verbinden kann und anderen zur Verfügung, also aufmerksam machen kann, dass andere es auch finden können, die Materialien. Tatsächlich fehlen aber noch ganz praktisch die Möglichkeiten, OER unmittelbar zu publizieren oder auch zu publizieren in einer Art und Weise, dass es professionell ist, dass sie gut archiviert sind, dauerhaft zugänglich sind, dass sie auch unter diesem Link immer da sind und nicht wieder verschwinden und im besten Falle auch mit den entsprechenden Metadaten versehen sind. So ist im Allgemeinen die Definition von einem guten Repositorium und hier gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Beispielsweise auch ganz konkret in der Edothek gibt es bislang ja noch keine Möglichkeit, dass quasi Materialien für den postsekundären Bereich veröffentlicht oder bereit oder zur Verfügung gestellt werden können. Also hier gäbe es gerade für die Hochschulen noch einige Möglichkeiten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und sagen, das wäre eben was mich auch strategisch interessiert, wo finde ich denn da Gleichgesinnte, wo finde ich denn da Möglichkeiten, sich auszutauschen,
Da habe ich Ihnen quasi zwei Kolleginnen, zwei Kollegen in dem Fall noch mitgebracht und zwei Hinweise. Zum einen möchte ich auf die bereits angesprochene Arbeitsgruppe OER von FNMA hinweisen, die schon einige Zeit hier aktiv ist und quasi auch für alle offen zugänglich ist. Und der Martin Ebner wird dazu etwas kurz sagen. Beim Forum Neue Medien in der Lehre Austria, kurz FNMA, gibt es seit 6 Jahren eine Arbeitsgruppe zum Thema OER. Das Thema ist dabei für alle österreichischen Hochschulen von sehr hoher Relevanz und soll dazu beitragen, digitale Hochschullehre auf höchstem internationalen Niveau zu ermöglichen. Interessierte für die Arbeitsgruppe sind natürlich jederzeit herzlich willkommen. Also dieses herzlich willkommen gilt dann quasi auch für mich. Dort werden Sie mich dann auch wieder treffen. Als FNMA-Mitarbeiterin ist das natürlich auch ein Anliegen von mir, hier möglichst viele zusammenzuziehen, die sich zum Thema OER austauschen. Und dort ist auch der Rahmen, wo Sie immer wieder Updates bekommen würden, wenn Sie die OER-Zertifizierung für Sie ein interessantes Tool ist. Da gibt es auch immer wieder Treffen und Updates dazu. Gerade für die pädagogischen Hochschulen gibt es aber eine zweite, sehr wichtige Gruppe, die wir natürlich hier auch vorstellen müssen, und zwar die Arbeitsgruppe FELS. Dort werden quasi Kolleginnen aus den pädagogischen Hochschulen ausgewählt, die sich zu allen jeweiligen Belangen austauschen. Und auch hier gibt es schon lange immer wieder Aktivitäten und Diskussionen rund um das Thema OER und wie hier quasi auch strategisch unterstützt werden kann oder mit Infrastruktur unterstützt werden kann. Gerhard Brandhofer hatte zu mir ein Statement zur Verfügung gestellt und er hat auch sich mit einem starken persönlichen Statement da positioniert. Und ich möchte es auch als Abschluss dieser Keynote quasi nutzen und ihm das letzte Wort hier überlassen. Lieber Gerhard. Und als E-Learning-Strategiegruppe der Pädagogischen Hochschulen Österreichs ist es uns ein großes Anliegen, dass sich alle Lehrenden der pädagogischen Hochschulen mit dem Thema OER beschäftigen. Mein Name ist Gerhard Brandhofer und Ihnen sollte OER, Open Access und Open Source wichtig sein. Ja, soweit Gerhard Brandhofer heute in Doppelrolle PH FELS und auch als Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Da verbleibt es mir nur noch ein herzliches Dankeschön zu sagen an die Mitmacherinnen heute bei meinem Vortrag, die ich hier dazu ermuntern, begeistern oder wie auch immer konnte, beizutragen. Es freut mich natürlich auch sehr, hier gut aufzeigen zu können, dass es keine kleine Bewegung mehr ist, sondern schon sehr vieles passiert ist in Österreich. Und ich möchte auch herzlich die Kolleginnen grüßen, die aufgrund von Corona-Erkrankungen entweder stimmlich nicht in der Lage waren oder unpässlich waren, sich zu beteiligen. Gute Besserung in die Runde. Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen, sehr gerne über die Möglichkeiten, die Sie hier sehen, können Sie jederzeit mir in Belang auf die OER-Zertifizierung von FNMA gerne Kontakt aufnehmen. Soweit von hier. Uns bleiben noch eine schöne Viertelstunde Zeit für alle Diskussionspunkte, Fragen, Kommentare von Ihrer Seite. Nutzen Sie es, um auf Ihre OER-Initiativen aufmerksam zu machen. Herzlichen Dank. Ja, Sandra, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich bitte alle Teilnehmerinnen im Chat, die Fragen zu posten, dann kann ich das ein bisschen mitmoderieren. Und ich beginne mit zwei Fragen meiner Seite. Der erste Punkt ist, du hast erwähnt, sozusagen, es geht dir vielleicht noch zum Beispiel auch im Rahmen der Edothek ab, das unmittelbare Publizieren oder die Möglichkeit dazu, dass so ein OERs, das sehr einfach reingebracht werden können in ein System. Das wirft jetzt aber natürlich automatisch die Fragestellung auf, wenn man sich jetzt, wenn man OER aus der Sicht der Universitäten betrachtet, da gibt es gewisse Qualitätsfilter, wo dann sozusagen im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ein OER-Dokument publiziert wird, die schon im Vorfeld stattfinden. Aber wenn man das jetzt auch erweitert auf eine größere Zielgruppe, stellt sich dann immer die Frage der Qualitätskontrolle. Wie wird hier am besten damit umgegangen? Ich glaube, das müsste man im Bereich im schulischen Kontext auch ausdiskutieren. Ich meine, ihr habt ja selber auch schon verschiedene Qualitätssicherungssysteme implementiert und auch für die Hochschulen, die quasi jetzt auch in dem Projekt OER-Repository entwickeln, ist das ja eine
wichtige Frage. Weniger was die Qualität der, sage ich mal, der Inhalte angeht. Sie verweisen schon darauf, dass diejenigen, die jetzt OER an Hochschulen machen, ja in der Regel habilitiert sind, eine Lehrerlaubnis haben. Also man kann ihnen ja nicht abstreiten, dass sie in einem Fach genügend Kompetenzen haben. Übrigens ähnlich wie bei Lehrerinnen und Lehrern. Aber es gibt auch eine gewisse Unsicherheit, was tatsächlich den OER-Bereich angeht. Also ob die Lehrenden quasi wirklich wissen, was sie tun, wenn sie jetzt vielleicht vermeintlich wissenschaftlich zitieren und dass sie hier denken, sie hätten Nutzungsrechte, Dinge abändern. Was ja dann doch bei genauem Blick und mit ein bisschen tieferem Verständnis, was uns das Urheberrecht eigentlich alles so einschränkt, gar nicht möglich ist. Und da gibt es tatsächlich Bedenken. Hier werden unterschiedliche Strategien gefahren, so ähnlich wie es auch in redaktionell betreuten Systemen ist. Die einen haben quasi tatsächlich eine Redaktion und achten halt darauf, ob es quasi plausibel ist, dass die Ressourcen, die dort zum Einsatz kommen, oder haben es halt so vor, ob es ein Plausibilitätscheck ist, es wirklich scheint es zuverlässig, und andere wählen aber auch den Weg, dass quasi nur Personen, die hier tatsächlich ausgewiesene Kompetenzen haben, eine Weiterbildung besucht haben, die Möglichkeit haben, etwas zu veröffentlichen. Beides ist möglich. Ich meine, das OER-Spektrum erlaubt uns noch weitere Varianten. Es gibt ja auch Plattformen, wo jeder sofort mitmachen kann, wo es quasi durch die Community Möglichkeiten gibt, zu sagen, da müssen wir vielleicht genauer hinschauen, da wird viel Unsinn entsteht, da viele Dinge, die vielleicht auch inhaltlich gar nicht so spannend oder gut sind, Bewertungssysteme. Also es gibt ja wie für die ganze Internetwelt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, aber du hast völlig recht, das müsste gut angedacht werden, also oder auch überlegt werden, gibt es hier vielleicht verschiedene Varianten für verschiedene Themenfelder. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch, die Denkweise von einem Repositorium ist ja sehr starr, also da hat man ja die Idee, jetzt ist was fertig und dieses fertige Ding soll jetzt archiviert werden und keiner soll mehr was machen. Und es gibt ja durchaus OER-Initiativen, die viel dynamischer denken, wo man auch sehr schnell Adaptionen machen kann. Alles, was Wiki-basiert ist, funktioniert beispielsweise so. Oder auch wenn ich jetzt mit Systemen arbeite, die kollaborativ sind, kann ich ja auch sehr schnell Änderungen vornehmen. Und da passen dann auch so Strukturen wie Archivierung und Bibliothekare, die vielleicht ja noch mit Metadaten arbeiten müssen, nicht immer so ganz gut. Also da sollten wir uns auch aufpassen, dass wir durch eine starre Forderung von starren Systemen uns nicht zu viel einschränken. Aber wir brauchen halt immer noch mehr Möglichkeiten, glaube ich. Und es ist jetzt nicht nur meine Idee als Sandra ist schön, sondern diese Erfahrung machen wir, wenn wir uns austauschen, also in der AG OER, dass viele sagen, ja, wir hätten jetzt einfach gerne hier mehr Unterstützung oder eine gute Möglichkeit, wie wir als pädagogische Hochschule in einem kleinen Projekt OER veröffentlichen könnten. Und einen Weblog zu nutzen ist eine gute Idee natürlich, aber nicht das Einzige und nicht das Einfache, und wir würden ja auch gerne dann zum Schluss in der Edothek ankommen. Mhm. Also was die Lösung ist, es ist, glaube ich, also ich möchte auch nicht sagen, wir brauchen jetzt genau das, denn diese Liste war so ein Versuch von dem, was wir immer wieder hören, wo wir ja auch schon drüber diskutiert haben. Aber es gibt hier wahrscheinlich viele Varianten von Dingen, die hilfreich wären. Ja, es ist ja natürlich auch bei uns immer eine Frage der Ressourcen, ja, um Qualitätssicherung betreiben zu können. Der Ansatz, so Lehrkräfte zu OER, publizierende Lehrkräfte zu qualifizieren, ist das eine Möglichkeit, die ihr betrachtet, beziehungsweise auch für das schulische System von Interesse wäre? Also es wäre einfach eine Möglichkeit. Ich glaube, das kommt eben darauf an, was man, wie man es machen möchte. Also zum Beispiel an der TU Graz wird es so umgesetzt. Also bei uns ist es so, es gibt also ich arbeite auch an der TU Graz und dort ist der Zugang zu dem, also es gibt eine Schnittstelle für ein Moodle-Plugin, wo man quasi Teile der einzelnen Kurse und Kursmaterialien als OER veröffentlichen kann. Und weil das recht einfach funktioniert, sage ich mal ganz salopp, wird dieses Plugin nur Personen freigeschalten, die entsprechend qualifiziert sind, um hier halt auch quasi gewährleisten zu können, dass hier nicht einfach alles, was ein Lehrender zur Verfügung hat, was auch das urheberrechtlich gestattet ist in geschlossenen Gruppen, dann quasi auf diesem Weg Verbreitung findet und vielleicht sogar auch noch mit Lizenzen, die gar nicht korrekt wären. Also hier wird tatsächlich an der TU Graz so gearbeitet. Ich halte das aber tatsächlich für sehr abhängig davon, auch welche Infrastrukturen, Kulturen es gibt oder auch welche Art von Services man auslagern
kann und möchte oder auch ob man sagt, nein, wir möchten es einfach redaktionell beispielsweise betreuen, weil uns auch sehr wichtig ist, auch damit es die Dinge sehr ähnlich ausschauen. Ich glaube, da ist die Kultur an der Uni vielleicht nochmal anders als für eine Hochschule, für eine kleinere Hochschule oder wäre auch anders für eine kleinere Einheit oder ein Projekt, wo man sagt, es soll einfach alles auch gut ausschauen, das muss alles über einen Tisch laufen, damit hier die Qualitätssicherung funktioniert. Also ja, ich könnte es mir vorstellen und die OER-Zertifizierung gäbe hier auch einen guten Rahmen. Allerdings auch hier, alles quasi im Bereich OER ist leider, wirkt oft spielerischer, aber jeder, der OER schon mal gemacht hat, weiß, ist halt leider auch mit einem ziemlichen Kompetenzaufbau verbunden. Also was wir hier konzeptioniert haben als notwendige oder ausreichend gute Weiterbildung, ist eine Weiterbildung im Umfang von einem EC. Das wurde quasi 2017 vorgeschlagen. Ein EC sind 25 Unterrichtsstunden. Das ist unglaublich viel für den Weiterbildungsbereich für ein spezielles Thema. Also wir wären ja oft schon dankbar, wenn es zum Thema E-Learning allgemein Weiterbildungen gäbe, die so umfassend wären. Und hier wurde quasi das als Maßstab gesetzt, zu sagen, wenn man sich mit OER beschäftigen möchte und da wirklich gut sein soll, ausreichende Kompetenzen in der korrekten Verwendung von Lizenz mitbringen soll, dann ist hier schon eine sehr relativ umfassende Qualifikation notwendig. Und das kann man natürlich jetzt sich wünschen und hoffen, dass hier quasi diese Weiterbildung eine Möglichkeit ist, hier qualitätssichernd einzugreifen. Aber es ist auch das natürlich etwas, was gewollt sein muss, Unterstützung benötigt, Weiterbildungsangebote benötigt, dass es dann quasi in der Qualität auch erfolgen kann, die wir brauchen oder die wir erfahrungsgemäß brauchen, weil es nicht ganz einfach ist. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Ich habe noch eine allgemeine Frage. Ich habe heute beispielsweise die neue Version von DigComp 2.2 erhalten, also die digitalen Kompetenzen von Citizens in der EU. Das Dokument ist sehr umfangreich, ist alles sehr gut spezifiziert, aber kein einziger Hinweis darauf, dass man diese Inhalte als OER verwenden könnte, beziehungsweise die Creative Commons lizenziert sind. Wie ist eigentlich so EU-weit mal die Tendenz bezogen auf diesen OER-Gedanken? Ja, das ist so die kleine Überraschung. Das sollte eigentlich gar nicht mehr passieren, weil ich sage mal, ich vermute auch in den Rahmen und Förderbedingungen, Ausschreibungsbedingungen für diese Initiative, da hat ja irgendjemand ein Projekt gewonnen oder ist beauftragt worden, stand mit großer Wahrscheinlichkeit, zumindest wenn es eine Ausschreibung der Europäischen Kommission stand, dass es sich hierbei um OER handeln soll. Das wird schon seit ungefähr 5 oder 6 Jahren eigentlich, zunächst war es eher eine Option, inzwischen ist es mit den Ausschreibungen, die ich kenne, also aus dem Technologiebereich, obligatorisch, dass wenn Bildungsressourcen entstehen, diese offen unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden müssen. Hier ist es halt ähnlich wie bei den auch bei Open Access Publikationen. Hier wird oft unterschreiben Autoren quasi Open Access Bedingungen und wissen gar nicht, was sie eigentlich unterschrieben haben im Wissenschaftsbereich, muss man ehrlicherweise sagen. Und dort unterschreiben Projektkoordinatoren oder Vizerektorinnen von Universitäten Anträge und wissen nicht, was sie unterschrieben haben. Und da ist quasi noch oft dann ein nachträglicher Wissensaufbau notwendig, wenn dann die verantwortlichen Programmkoordinatoren von der Europäischen Kommission draufschauen, was da eigentlich passiert ist, was übrigens mit einem Irraufwand dann oft zusammenhängt, weil man kann nichts nachträglich oder manche oder viele Dinge nur schwer nachträglich als OER deklarieren, wenn man nicht von vornherein schon dran gedacht hat. Also ja, da ist eigentlich die Ausschreibungsbedingungen sind relativ klar. Also mich würde es überraschen, wenn es im Schulbereich, im Erasmus-Bereich Ausschreibungen gibt, wo es nicht obligatorisch ist, wenn OER entsteht oder Bildungsressourcen entstehen sollen, ist Open Access oder auch die Offenlizenzierung eigentlich obligatorisch. Das ist auch maßgeblich befeuert worden, seit 2019 die UNESCO quasi die OER Recommendations abgesegnet hat. Und da vielleicht auch der Hinweis, für mich war das tatsächlich, ich habe ja gedacht, die UNESCO macht da eine Empfehlung. Mir war gar nicht bewusst, dass die UNESCO tatsächlich nur alle paar Jahre eine Empfehlung schreibt und auch welchen Impact das hat, auch für andere internationale Organisationen beziehungsweise auch jetzt Stellen wie die Europäische Kommission, die sagen, hier müssen wir tatsächlich was tun. Und zwar absolut eigennützig. Also wenn die Europäische Kommission nicht auf offenen Lizenzen bestehen würde,
könnte man viele der Ressourcen, die entstehen, gar nicht im Unterricht zeigen, weil unser Urheberrechtsgesetz in Europa so unterschiedlich ist und die verrücktesten Dinge in dem einen Land erlaubt sind und im anderen nicht. Also nicht alles, was bei YouTube beispielsweise online steht, darf in jedem Schulunterricht in jedem Land gezeigt werden. Also ohne OER quasi sind viele Ressourcen oder wenn nicht alle Ressourcen gar nicht in allen europäischen Ländern für den Schulunterricht zugänglich. Und das darf natürlich nicht sein für jemanden, der hier Fördermittel vergibt. Ja, danke. Ich muss jetzt gestehen, dass es vielleicht auch sein kann, dass die Seite, wo dieses PDF, das ich da heruntergeladen habe, auf diese Bedingungen noch hinweist. Aber es ist nicht offensichtlich. Ja, sicherlich nicht gut gelöst. Also da bist du, um Gottes Willen, also das wird oft genug nicht gut gelöst. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich, wenn du sie darauf hinweist, zu Irritation führt und aber irgendjemand dann weiß, eigentlich hätte das gescheit gemacht werden müssen. Okay. Also mich würde es überraschen, wenn sie eigentlich nicht verpflichtet wären oder wenn es auch nicht. Ja, okay. Ist aber gut zu wissen, immerhin, ja. Dann kann man das vielleicht nochmal korrigieren. Ja, aber man sieht, da ist auch in sämtlichen Institutionen und Ebenen noch Luft nach oben. Und trotzdem ganz ein wesentlicher und wichtiger Gedanke im Bildungsbereich. Liebe Sandra, ich bedanke mich sehr herzlich für den Vortrag und deine Antworten. Wir geben jetzt unseren Teilnehmerinnen noch die Gelegenheit, kurz eine Pause zu machen. Es geht um 14:55 weiter. Ich bedanke mich nochmals und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Viel Spaß beim OER und auch bei allen anderen tollen Themen, die es heute Nachmittag noch gibt. Danke für die Möglichkeit. Okay, danke. Es geht weiter mit Sandra Paulhardt-Hebenstreit ab 14:10 Uhr. Ich korrigiere mich, 14:10 Uhr. Danke.